Wir sind 1262 Quadratkilometer. Wir sind 22 Städte und Gemeinden. Wir sind 245.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind 1300 Mitarbeitende in der Kreisverwaltung. Und das sind unsere Aufgaben. Wir kümmern uns um die Anliegen der Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Zum Beispiel bei Fragen zu Waffenrecht für Sportschützen, Jäger oder Waffensammler, bei der Registrierung oder bei der Abgabe von Waffen. Wir sorgen auch für die sichere Aufbewahrung bis zur fachgerechten Entsorgung ausgedienter Schusswaffen. Unfall, Herzinfarkt, Schlaganfall, ein Feuer? Unter der Notrufnummer 112 erreichen Sie unsere Rettungsleitstelle rund um die Uhr. Notruffeuerwehrrettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? So schnell wie möglich setzen wir alle Hebel in Bewegung, um Menschenleben zu retten. Auch bei der Zulassung von Fahrzeugen ist der Kreis die richtige Adresse. Egal ob Oldtimer, Landmaschinen, Motorräder oder Neuwagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Zulassungsstelle helfen bei der Erledigung der erforderlichen Schritte und vergeben, wenn möglich, auch Wunschkennzeichen. Mit Brief und Siegel und das alles so schnell wie möglich. Tierschutz, genau unser Ding. Unsere Veterinärbehörde steht auch Landwirten mit Rat und Tat zur Seite. Zum Beispiel bei Fragen zum Tierschutzrecht. Unsere Tierärzte machen auch Hausbesuche und kommen, wenn nötig, sogar direkt in den Stall. Sie prüfen, schauen nach den Rechten, geben Tipps und greifen notfalls auch ein, damit sich Tiere sauwohl fühlen. Naturschutz und Landwirtschaft sind kein Widerspruch. Unsere Fachleute kümmern sich zusammen mit den Landwirten zum Beispiel um die Umwandlung von Acker zu Blühflächen. So können Landwirte einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten. Sie gehen gerne mal zum Essen in ein Restaurant? Lebensmittelkontrolle. Wir haben ein waches Auge darauf, dass Sauberkeit in der Küche tipptopp und die Lebensmittel frisch sind. Unsere Lebensmittelkontrolleure schauen dabei auch hinter die Kulissen. Ob Restaurant, Bar, Schulkantine oder Supermarkt. Wir sorgen für sichere Lebensmittel. Bauantrag, Baugenehmigung, Bauaufsicht. Richtig, machen wir auch. Wir begleiten Projekte von Anfang an, von den ersten Ideen auf der grünen Wiese bis hin zur Umsetzung. Dabei achten wir darauf, dass alle Vorschriften eingehalten und alle Interessen berücksichtigt werden. Mit dem Wasser alles im Lot? Wir achten darauf, dass die Wasserqualität in Flüssen, Bächen und Seen in Ordnung ist. Wir werden bei Umweltverschmutzungen aktiv und begleiten mit unserer Wasserbehörde zum Beispiel auch Bauprojekte. Alles andere als eine trockene Aufgabe. Familiäre Probleme? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann für Eltern und Kinder da. Wir beraten, begleiten, kümmern uns um den Kinderschutz und vermitteln bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote. Sie hat das Reisefieber gepackt? Damit es nur beim Reisefieber bleibt, bietet unser Gesundheitsamt eine umfassende Impfberatung an. Hallo, herzlich willkommen in der Reisemedizinischen Impfberatung. Die Ärztinnen und Ärzte dort geben Ihnen wichtige Tipps und Hinweise für die Tour in ferne Länder und, bei Bedarf, auch gleich die passende Spritze. Auch zu allen anderen Fragen rund um das Thema Impfen stehen unsere Fachleute zur Verfügung. Sind die Kinder fit für die Schule oder brauchen sie noch etwas Vorbereitungszeit? Bevor der Ernst des Lebens losgeht, prüfen Mediziner im Gesundheitsamt bei der Schuleingangsuntersuchung mit einfachen Tests, ob die Kinder schon die Schulbank drücken können. Auch das Schülerleben selbst findet unter dem Dach des Landkreises statt. Denn die Schulgebäude gehören dem Kreis. Das Land schickt die Lehrer und die Bücher. Wir sind dafür zuständig, dass der Schulbetrieb rund läuft. Dafür sorgen unter anderem die Hausmeister. Sie halten Technik und Gebäude in Schuss, drehen an großen und auch kleinen Schrauben und sorgen ab und zu auch dafür, dass den Schülern ein Licht aufgeht. Ob Ausbildung oder Studium, Sie wollen Ihre Zukunft in die Hand nehmen, suchen einen sicheren Arbeitsplatz mit spannenden Herausforderungen? Wir bieten Perspektiven, bilden aus und stellen ein.
Wir sind Ihr Landkreis. Modern, offen, leistungsfähig. www.marburg-biedenkopf.de